Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Philipp von Drack. Guten Tag. Heute Nacht ist in Nützidas ein Taxifahrer von zwei Männern überfallen worden. Als der Taxifahrer die Geldtasche zum Kassieren in die Hand nimmt, greift der eine Täter zu, der andere schlägt ihm mit der Faust gegen den Kopf. Danach flüchten die beiden Richtung Bahnunterführung. Der Taxilenker rennt hinterher, die Täter entkommen jedoch mit Hilfe eines Komplizen, wie Horst Spitzhofer von der Landespolizeidirektion berichtet. Anschließend sind die Täter durch die Bahnunterführung geflüchtet. Dort hat offensichtlich ein dritter Täter in einem PKW gewartet mit laufendem Motor. Die beiden Täter sind dann in dieses Auto eingestiegen und geflüchtet. Bei dem Fluchtauto handelt es sich um einen dunklen PKW mit Stufenheck und möglicherweise Feldkircher Kennzeichen. Einer der Täter trug eine rote Jacke. Jetzt kann diskutiert werden. Die Vorschläge einer Expertengruppe für eine Verwaltungsreform in Vorarlberg wurden veröffentlicht. Es wird auch Widerstand erwartet. Unter dem Punkt Gemeindekooperationen etwa können durchaus auch von Zusammenlegungen gesprochen werden, so Franz Fiedler, ehemaliger Bundesrechnungshofpräsident, der das Papier analysiert hat. Ab März könnte es an die Umsetzung der Vorschläge gehen. Auch in Liechtenstein bereitet der Frankenkurs Kopfzerbrechen. Unternehmen seien gezwungen, ihre Produktionskosten zu verringern, um konkurrenzfähig zu bleiben, so Brigitte Haas von der Handelskammer gegenüber dem Volksblatt. Daneben sehen sich die Betriebe auch gezwungen, die Personalkosten in ihre Überlegungen mit einzubeziehen, so Haas. Täglich pendeln auch über 7.500 Vorarlberger zur Arbeit ins Fürstentum. Und gehen ging wohl nicht mehr, aber fahren, das könnte das Motto eines betrunkenen Schweizers gewesen sein, der heute Nacht von der Polizei in St. Gallen erwischt wurde. Seine auffällige Fahrweise hatte ihn verraten. Das erste Anhaltezeichen der Polizei übersah der Mann sogar. Der Alkotest ergab dann 2,4 Promille. Er musste den Führerschein an Ort und Stelle abgeben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und bis morgen.